Okay. Was ist das denn? Was war denn das für ein Viech? Verflucht. Was? Warum hält das? Nein! Verflucht sind deine TP halbiert. Befrei dich mit Hilfe eines Heilers aus Anor Londo oder eines Läuterungssteins. Oh, ich hasse es. Ich hasse es. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich es gerade hasse. Oh, wir haben davon gelesen. Was ein Müll. Okay. Das heißt, ich kann, ja, ich kann sie auch nur bis dahin wieder auffüllen. Oh, kann ich da jetzt wenigstens durchlaufen oder springen die mir auf den Kopf? Ah, oh, wie ich das hasse. Das war aber jetzt auch eine richtig böse Falle mal wieder. Die Ratte konnte da drüber laufen. Kann ich da einfach durchlaufen? Wenigstens. Oh, ist die Köchin jetzt auch wieder da hier? Ich wollte gerade sagen, das waren doch zwei. Meine Güte, Hund. Boah, war das fies jetzt. Was war denn das für ein Viech auch einfach, das mich berührt und ich bin sowohl tot als auch verflucht. Mit einem Schlag. Mit einem Haps. Waren das nicht hier auch zwei Hunde an der Stelle? Ich will nicht, dass mir gleich noch einer in den Rücken fällt. Zu allen anderen Problemen, die ich jetzt gerade am Hals habe. Wie ärgerlich, ey. So, was kostet denn so ein Läuterungsstein wohl? Habe ich natürlich nicht drauf geachtet. Immerhin haben wir es nicht so weit, denn ich glaube, bei der Lady im Abflussrohr gab es auch welche. Also zumindest wissen wir schon mal, wer sie verkauft. Ich meine, die würde welche verkaufen. Und ansonsten auf jeden Fall der Ablassprediger. Im Glockenturm. Ich weiß halt nur nicht genau, wie teuer die sind, wie viele Seelen wir jetzt brauchen. Ey! Durch die Wand durch. Ja, wo findest du denn so einen Heiler? So einen Heiler weiß ich nicht. Habe ich noch nie gefunden. Ich kenne keine Kreaturen aus Anor Londo. Sagt mir noch nichts der Ort. Aber so ein Läuterungsstein haben wir schon gesehen im Inventar von Händlern. So, und ich meine, wie gesagt, die Lady, die hier oben im... Die Händlerin hier oben im Abflussrohr. Im Aquädukt. Ich meine, die würde solche Steine auch verkaufen. Da hätte man es zumindest nicht so weit. Zu weit gelaufen. Der Dude im Fass, wo kam der her? Aus dem großen Sumpf, genau, ja.
Stimmt, wir könnten, ich meine hier, sie verkauft die, glaube ich. Wir könnten zurückgehen zum Schrein und mal gucken, ob der jetzt da rumsteht. Oh, Moos ist gerade nicht mein Interesse. Ah, hier. Und der ist teuer. 6.000! Oh, Mann. Genau, Läuterungsstein. Der kostet überall gleich viel, ne? Also es bringt mir nichts, jetzt zu dem Ablassprediger zu gehen. Von dem weiß ich auch, dass der welche verkauft. Aber die kosten überall 6.000, ne? Wolltest du nicht was mit Fernkampf? Die hat Wurfmesser. Ich habe tatsächlich auch noch welche. Achso, ja, ich hätte, natürlich, ich hätte noch Seelen im Inventar, die ich benutzen könnte. Velare. Ich habe mich schon gewundert, dass von dir noch kein Kommentar kam dazu. Eigentlich hättest du, als ich dieses Labyrinth aus Wegen da betreten habe, jetzt zuletzt, diese schmalen Wege, da hätte ich schon erwartet, dass du, also mit Blick auf das Ende, rückwirkend, hätte ich erwartet, dass du da schon sagst, 100% tot. RIP. Und ja, ich bin verflucht. Der Ablassprediger ist günstiger. Da nur 3.000, sicher? Ich arbeite nebenher noch an einem Video. Okay, deswegen hast du es verpasst. Mit dem Chat ist sie doch immer verflucht. Das könnte ich mir mal angucken. Vielleicht kann ich auch... vielleicht kann ich die auf Vorrat kaufen. Wenn das jetzt häufiger ein Ding ist mit dem Fluch. Aber was ist denn das für ein Viech bitte gewesen? Dieser komische Fluchsalamander da. Richtig eklig. Ich habe es ja nicht mal richtig gesehen. Es hat mich angesprungen und im gleichen Moment war ich tot und verflucht. Und dann hält dieser Fluch auch noch darüber hinaus, dass ich gestorben bin. Richtig eklige Sache. Nein! Nein! Oh mein Gott! Ich dachte, ich sei komplett tot. Das ist auch noch nicht durch, das Ding. Weil dann würde ich ja jetzt wieder bei dem Leuchtfeuer in der Kanalisation rauskommen. Da hatte ich jetzt keinen Bock drauf. Ich dachte, ich sei komplett abgestürzt. Nee, schnell hier hinsetzen, damit wir hier wieder unsere Base haben. Erstmal. Oh Mann, anstrengend, ey. So, war der Stiel Glubschaugen-Gecko. Ja, so sah es ungefähr aus. Klar kannst du die auf Vorrat kaufen. Basilisk? Ah, okay. Stiel Glubschaugen. Witzigerweise sind das nicht mal seine Augen. Sie sind da drunter ganz klein. Recht? Okay. Kurios. Sie haben damit ihr Glück für den Rest der Woche aufgebraucht. Ich fürchte auch. Ja, und ich bin da eben schon mal runtergefallen, das stimmt. Boah, diese Verfluchung ist ja echt eine miese Nummer. So, ich versuche jetzt noch, das aufzuheben, indem ich zum Ablassprediger gehe. Ach, guck mal! Die Dudes waren zuletzt noch nicht hier. Das ist hier, die Prinzessin, Jungfrau. Auf wen hat er gewartet? Die Lady. Ach so, dabei fällt mir ein. Moment. Also die haben ja irgendwie einen Eid geleistet, da die, weiß ich nicht mehr, zu beschützen. Jetzt habe ich ja den Eid mit der Katze. Bringt der mir irgendwas anderes, außer dass im Wald die Leute jetzt nett zu mir sind? Also mich nicht mehr töten wollen? Kann ich irgendwo, sehe ich irgendwo eine Übersicht so, was ein Eid für Vor- oder Nachteile bringt? Ich weiß nämlich gar nicht, was der weiße Pfad mir bringt. Ist das ein neutrales Ding, das mir überhaupt nichts bringt?
Wenn du wieder einen siehst und gekillt hast, kannst du dir die Leiche dann genauer anschauen, okay? Sehen werde ich ihn bestimmt noch. Ob ich ihn töte, ist eine andere Frage, ja. Nö, doppelnö. Schade. Aber ich könnte jetzt mal mit denen hier sprechen, vielleicht. Wenn die mich nicht sofort töten, sobald ich mich der Lady nähere. Hallo? Hallo? Wer seid ihr jetzt alle? Oder die reden jetzt alle nicht mit mir, weil ich verflucht bin. Von Verfluchten hält man sich vielleicht fern. Könnte ja auch sein. What have we here? You look awfully raggedy. Times are grim. The least you can do is look sharp. Don't you dare meet my lady like that. You might scare her off for good. Der sieht doch gar nicht, wie ich aussehe. Bisschen frech, der Jüngling. Ich will trotzdem mit der Lady reden. You are undead as well. Then we've no time to fraternize. I have my mission and you no doubt have yours. We must not let this curse overcome us. Hey, Fluch. Okay, sie hat also keine Zeit für mich, weil sie auf ihrer eigenen Mission ist. Ich würde sie gerne sehen. Ah, so sieht man sie. Oh, die ist aber hübsch. Okay. Ich wette, die sitzt jetzt Ewigkeiten hier rum und betet. Oder was auch immer. Keine Ahnung, was ihre Mission ist. Das haben wir nie so genau erfahren. Er hatte nur gesagt, er hat den Eid geleistet, sie zu beschützen und wartet auf seine Brüder. Ist der andere denn jetzt hier, der, den wir eben aus dem Fass geholt haben? Nein, jetzt habe ich gar nicht geschaut. Hier steht der, dem wir die Tür geöffnet haben. Ah, da. Da ist er. Tatsächlich. Well, I see you made it out. Yeah, I made it out safely too. I have my pyromancy at a great swamp, so I can usually manage with a bit of care. Oh yeah, by the way, I can share my spells with you. I think you have a knack for it. All you need are the materials. I'll be pleased to help you. Ah, and unless you find the magics unsavory. Aha, neue Möglichkeiten tun sich auf. Ja, zeig mir mal, was du kannst. Oh really? Ach so, nee, jetzt habe ich das falsch genommen. Nein! I'm on the fringe. Yeah, I know. I'm dead or not, that's who I am. Das ist so missverständlich hier immer. We paid you somehow. Dreck! Oh, hello there. I'm pleased to see you safe. Oh, and if by chance you've had a change of hearts, I'll be pleased to assist you by sharing my spells. Yeah, wonderful. Okay. I'm sure that you know, they'll be of some use, some assistance. Here, first take this. Hey! War das das, das Zensierte von vorhin? Geschwärzt, das Geschwärzte von vorhin? Pyromantieflamme, das ist bestimmt hilfreich. A flame from the great swamp. Now you're a fully fledged pyromancer. Well, let's get started right now. Okay, der hat auch Gegenstände. Brauche ich dafür irgendwas für Pyromantie, um das zu benutzen? Brauche ich da auch irgendwie einen Talisman oder irgendwie ein Feuerzeug? Weißer Pfad ist im Grunde nur, alle, die den weißen Pfad gewählt haben, sind wahrscheinlicher, dass man sich gegenseitig hilft. Ach so. Also bist du beim weißen Pfad und hast ein Rufzeichen platziert, ist die Chance höher, dass jemand anderes, der beim weißen Pfad ist, dein Zeichen sieht und dir hilft. Zeitgleich sorgt es dafür, dass Spieler, die gesündigt haben, nicht zu dir kommen. Und ich glaube, Wunder wirken bei dir dann besser. Ah, okay. Alles klar. Das war das Geschwärzte. Okay. Pyromantie kannst du direkt. Cool. Du musst nur auswählen, die Hand als Waffe oder als Gegenstand. Okay, wir... Oh, Ausrüstung umwandeln. Aha. Ich rede erst nochmal mit ihm. Pyromancy is the art of casting fire. Produce flame, then channel it. Just as our ancestors did. A pyromancer must be in tune with nature herself. My home, the Great Swamp, is an abundant store of nature. You will understand one day. It only takes time. Ich finde es aber witzig, wie man hier tatsächlich immer mehr Verbündete um sich schart. Also damit hatte ich eigentlich nicht gerechnet. Ich dachte, ne, Dark Souls ist so ein Einzelkämpfer-Ding. Ist es ja eigentlich auch irgendwie. Aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass man hier
in dieser Welt freundliche Leute trifft, die man hier jetzt mehr oder weniger versammelt an diesem Ort. Das hatte ich nicht erwartet. Pyromancy has a, well, rather primitive aspect to it. It messes poorly with advanced culture. And pyromancers are considered rather unsavory. Which is fine, as I never got along with anybody anyway. So, for me, turning undead didn't change a thing. Okay, er nimmt's mit Humor. Ach, so abstoßend finde ich ihn gar nicht. Nettes Gesicht, nette Stimme, geht schon. The Pyromancer's flame is a part of his own body. The flame develops right along with his skill. When I gave you that flame, I gave you a part of myself. Please take good care of him. Oh, wie romantisch. The Pyromancer's flame is a part of his own body. The flame develops right along with his skill. When I gave you that flame, I gave you a part of myself. Please take good care of him. Okay, dann schauen wir noch, was er für Gegenstände verkauft. Feuerkugel. Verbrennung. Okay. Eisenfleisch, Blitzschweiß. Oh, das könnten alles praktische Dinge sein, glaube ich. Feuerball, Feuerkugel. Was ist der Unterschied? Verbesserte Version von Feuerball ist die Feuerkugel. Okay, schleudert Feuerkugel. Die lodernde Feuerkugel explodiert beim Aufprall, verursacht Flächenschaden und ruft ein Spektakel hervor, das die Macht der feuerbeherrschenden Pyromanten verdeutlicht. Okay. Verbrennung, Elementarpyromantie, erzeugt eine mächtige Flamme in der Hand. Einer der grundlegendsten Pyromantie-Zauber. Die von ihm erzeugte Flamme ist daher auch wahrhaft schrecklich. Brauche ich sowas jetzt auch noch in Verbindung mit der Hand oder kann die Hand alleine auch schon irgendetwas, so ein bisschen? Den Feuerball solltest du gegebenenfalls noch kaufen. Du hast nur die Pyromantie-Fähigkeit, aber noch keinen Skill dafür. Okay, das war genau das war die Frage eigentlich. Eisenfleisch. Pyromantie der Carmina, welche die Flamme bändigte, um das Innerste zu verwirklichen, verstärkt Abwehr- und Widerstandskraft. Diese Pyromantie sollte mit Bedacht eingesetzt werden. Ihr Wirker wird sehr schwer und bewegungsunfähig. Hm? Pyromantie der Carmina. Achso, der Blitzschweiß. Carmina, die beste Schülerin von Salaman, dem Meister Pyromanten, eröffnete der Kunst der Pyromantie neue Pfade. Mhm. Und der Feuerball, Standard-Pyromantie des großen Sumpfes, schleudert Feuerball. Der von Feuerbällen verursachte Feuerschaden macht sie wirksam gegen physische Bestien und Untote, die das Feuer ohnehin fürchten. Na, aber damit hätten wir ja dann eine quasi Fernkampfwaffe. Ja, dann nehmen wir das doch mal. Kann ich davon mehrere? Ne, das verbraucht sich nicht nach einem Benutzen, ne? Das ist eine dauerhafte Fähigkeit. Beziehungsweise ein Item. Ausrüstung umwandeln. Kann ich damit irgendwie mein Schwert mit Feuer belegen oder sowas? Goodbye then. Come back if you find anything new. Okay. Die Fähigkeit musst du dann noch am Leuchtfeuer einstimmen. Das kannst du bestimmt gegen die Glibber ausprobieren. Habe ich auch gedacht. Dass das doch eine Idee wäre, das dort zu nutzen. Okay. Zauberei einstimmen. Okay, ja, und wir haben einen Slot dafür. Wenn wir mehr, was war's, Intelligenz oder Wille hätten, Intelligenz, glaube ich, dann würde man mehr Slots bekommen, ne? War das nicht so? So, Zauber zur Einstimmung wählen. Dieser. 8. Aufladungen 8. Achso, ist das so wie Estus dann? Oder muss ich nach den 8 das Ding wieder neu kaufen? Oder lädt es sich nach den 8? Ah, das ist jetzt da oben. Ah, cool. Okay, Ausrüstung ist wie Estus, okay? Das heißt, hier muss ich jetzt die Pyromantie-Flamme hinlegen. Einmal
draufschauen. Moment. Magiebonus, physisch. Ich mache damit keinen Schaden. Oder? Ah, nee, ich mache nur Feuerschaden. Okay, ja, ich mache keinen... Klar, ich mache keinen physischen Schaden, sondern ich mache Feuerschaden damit. Okay. Waffentyp Pyromantieflamme. Angriffstyp Schlag. Das Flammenmedium der Pyromanten des großen Sumpfes. Pyromanten beschwören diese Flamme für verschiedenste Feuerkünste. Für Pyromantie Pyromantenflamme ausrüsten. Pyromantien mithilfe von Schriftrollen bei einem Leuchtfeuer einstimmen. Die meisten Pyromantien haben nur eine begrenzte Anzahl von Benutzungen. Okay. Weißt du Bescheid? Mhm. Cool. Deswegen wählt auch eigentlich niemand in der Charaktererstellung den Pyromanten, weil du das durch den NPC sowieso immer easy kriegst. Ah, okay, ja. Ja gut, das weiß man ja aber zu Anfang nicht. Aber cool. Lange werde ich jetzt nicht mehr machen. Ich bin auch schon wieder 5,5 Stunden dran. Das ist unglaublich, wie die Zeit hier vergeht. Glaubst du gar nicht. Ich muss auf jeden Fall daran denken, dass ich Inkili später frage. Der ist aber wahrscheinlich schon weg gewesen, sonst hätte er vermutlich was geschrieben. Ich muss den später fragen, ob er für Lilith die Punkte eingetragen hat. Sonst mache ich das händisch. Und da das Ziel, weiß ich jetzt nicht, ob das schon wieder voll ist. Sie hatte sich ja, glaube ich, auch... Aber ich muss es nochmal nachlesen, für was sie sich entschieden hatte. Falls das entsprechende Ziel voll ist, kommt das dann in die nächste Instanz davon. Muss ich mir nur merken. Kann ich den eigentlich... Nee, Moment, das will ich jetzt nicht ausprobieren. Jetzt keine... Nee, keine Spielereien machen jetzt. Ich habe gerade überlegt, ob ich hier mal das Parieren ausprobieren sollte, aber mit halber Lebensleiste will ich jetzt keine neuen Spielereien. Der hat mich ja so schon oft genug getötet. Als dass ich jetzt Experimente machen sollte. Balderstulpen. Die sind auch neu. Kenne ich auch noch nicht. Nee, falsch. Da. Da. Balderstulpen. Ach, den Balderhelm habe ich von ihm nämlich auch schon mal bekommen. Die von den Rittern des alten Königreichs Balder getragenen, aus dicken Eisenplatten gefertigten Stulpen. Balder war die Heimat des Ritterkönigs Rendal, doch es ging zugrunde, als unzählige Untote auftauchten. Ist das nicht die Geschichte der ganzen Welt hier, hatten wir doch eben gesagt? Also des ganzen Landes der Untoten? Probier eher mal den Feuerball aus. Achso, ja stimmt, den könnte ich auch mal ausprobieren. Trifft der mehrere? Hier kommen ja jetzt einige. Bumm. Oh, das dauert ja ewig. Okay. Ist cool, dauert aber ein Stück zu lang. Da brauche ich Abstand. Ah, ich häng fest. Ich habe komplett die Orientierung verloren gerade. Nein! Ey, ich konnte nichts mehr tun. Das war schlecht. Mist. Wieder die pimpfigsten Gegner des ganzen Spiels. Auf dem Weg, den ich 20 Mal gelaufen bin. Mehr als 20 Mal. Unfassbar. Gute Nacht, Hydro. Schlaf gut. Träum was Schönes und ein schönes Wochenende dir.
Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Und Powerlord ist auch weg. Gute Nacht dir auch. Ebenfalls schlaf gut, schönes Wochenende. Und auch dir vielen Dank fürs Reinschauen. Man liest sich die Tage bestimmt. So, was sagt er denn zum Feuer? Fragen wir ihn doch mal. Boah. So, ich versuche jetzt noch die Fluchgeschichte hier loszuwerden. Und dann werde ich auch so langsam zum Ende kommen. Die Bots sind übrigens wieder da. Die Bots. Zumindest ein paar, okay. Habe ich bis jetzt noch gar nicht so mitbekommen. Da du dich ja hervorragend immer um den Chat kümmerst. Und um derlei Dinge. Dir gar nicht aufgeräumt. Weiß ich nicht. Gibt eine nette Website, Twitch Insight, wo die Bots alle aufgelistet sind. Ah, okay. So, da steht er mit seinen offenen Armen. Aber ich habe ja gar nicht genug Seelen. Wie war das? 3000 habt ihr gesagt, ne? Na gut, ich habe ja noch welche im Inventar. Just in time. Sache. Bei ihm sind es 3000. Okay. Wer erzählt dir jetzt, dass gleich wieder ein Gargoyle zum Leben erweckt? Das glaube ich nicht. Das will ich nicht glauben. Ah, will ich jetzt die Seelen aus dem Inventar nehmen oder will ich mir welche holen? Aus der Gegend. It is only human to commit a sin. Ich finde, der Typ klingt very British irgendwie. Ist bestimmt ein Brite. ja, nee, Seelen farmen ist ja auch mit halber Lebensenergie nicht so doll. Dann nehmen wir jetzt welche aus dem Inventar. Ich weiß da nur nicht so genau, was wie viel gibt, was welchen Wert hat. Hätte ich mir beim letzten Mal merken sollen. Die kleinsten haben, glaube ich, 200. Ehrenwerter Ritter. Große Seele. Oh, Powerlord räumt gerade auf. Die klingen alle very British. Ich nehme mal eine große Seele gerade. Was gibt die?
1000, ja, das dachte ich mir fast. So. 3008. Greetings. Just in time. Aber viele. Wo kommen die alle her? Was machen die alle hier? Hingen die alle im Chat rum? Willst du nicht lieber einen zusätzlichen mitholen? Ich habe nicht vor, direkt wieder zu dem Leuchter zu gehen. Wenn ich jetzt gerade irgendwie 10.000 Seelen hätte, ja, dann hätte ich mehr mitgenommen, aber jetzt gerade nehme ich mal den einen. Die sind fast in allen Streams. Okay. Och, na dann. Sehen wir dann, wie es läuft. Vielleicht gehe ich ja auch gar nicht dahin. Vielleicht gehe ich ja mit meiner Pyromantie-Hand jetzt wieder zu dem Wolf und versuche sein Fell zu verbrennen oder so. Ich überlege mir das beim nächsten Mal, was ich tue. Jetzt holen wir erstmal einen von den Steinchen hier. No one will come anytime. It is only human to commit a sin. Acht Seelen, süß. So, wie benutze ich das Ding denn jetzt? Kann ich wahrscheinlich direkt aus dem Inventar benutzen, oder? Yay! Ah, Fluch geheilt. Sehr schön. So. Wo gehe ich denn beim nächsten Mal weiter? Ich weiß es nicht. Fühlt ist gerade alles mies. Wenn du wieder verflucht wirst, darfst du wieder einen Marathon latschen. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich an der Stelle weitermache. Ich habe hier nie um die andere Ecke rumgeschaut. Muss ich gerade mal tun. Nicht, dass da was liegt. Glaube ich zwar nicht. Nee, ist auch nicht. Gerade sehr uneins mit mir darüber, wo es beim nächsten Mal weitergeht. Aber ich glaube, das ist jetzt erstmal gerade ein guter Break. Wir sind den Fluch los und ja, stehen mehr oder weniger am Feuerwandschrein. Zumindest ist da gerade unsere Homebase. Welcome to Dark Souls. Es gibt nur einen richtigen Weg im aktuellen Stadium, in dem du bist. Und der Weg führt wieder darunter. Nein, sag doch sowas nicht. Es gab doch so viele andere Wege. So viele schöne andere Wege. Kann ich nicht im Asyl den verirrten Dämon dem helfen, seinen Weg zu finden oder so? Oder nochmal in dem Wald. Im Wald gab es da auch noch mehrere Wege. Ich will es ja immer nicht wahrhaben. Kannst ihm helfen, den Weg ins Jenseits zu finden? Ja, das meinte ich. Aber wahrscheinlich bin ich dafür noch nicht ausgerüstet genug. Der hat ja auch nur über mich gelacht, als ich da war. Nicht mal. Er hatte keine Zeit zu lachen, weil er mich so schnell zerquetscht hat. So. Wir sind wieder hier. Sich da hinsetzen bringt, glaube ich, nichts. Ich tue es trotzdem. Einfach, weil es sich gut anfühlt, am Leuchtfeuer zu sitzen. So. Ausrüstung reparieren. Können wir auch zwischendurch mal machen. Nee, können wir nicht. Wir haben ja keine Seelen. Ein Schwertgriff können wir reparieren. Oder den Zweihänder. Für alles andere die Armbrust. Zauberei einstimmen, Eid, entfachen, Aushöhlung. Nee, alles klar. Gut, ich komme zum Ende für heute. Ah, das war, naja, medium erfolgreich. Ich bin froh, dass wir die Ziege geschafft haben. Dank der Steinrüstung. Oh, musste ich gerade ausgiebig gähnen.
Ansonsten, ja, bin ich unglaublich oft gestorben heute. Ich bin mal gespannt, wie viel das tatsächlich war, wenn ich das nachher schneide und zähle. Das wird tatsächlich viel gewesen sein. Auch sehr viel Unnötiges war dabei. Sehr viel Konzentrationsschwäche heute und sehr viel von A nach B gerannt und geschaut, wo kann ich überhaupt weitergehen. Ich hoffe, das läuft beim nächsten Mal wieder besser. Ich schaue mir gleich an, wie viele Ziele ihr erfüllt habt und wie viel ich nachholen muss. Jetzt geht's auf jeden Fall erstmal raus hier. Jawohl.